Grüße. Hallo, Grüße. Ganz vergessen zu sagen, wir müssen die Frequenz mal wieder ändern. Ich hatte das Funkgerät ein paar Mal wieder verloren. Ah, okay. Und wir würden im Laufe der Session heute ganz gerne nochmal raiden gehen. Ja. Und da das etwas größeres Vorhaben ist, würden wir eventuell auf eure Hilfe zurückgreifen wollen, wenn ihr Bock habt. Ja, gern. Wir sind leider nur erstmal nicht so viel. Macht erstmal nichts Großartiges aus. Ihr solltet aber damit rechnen, dass ihr davon nicht mehr zurückkommt. Ja. Weil Ja, beim das kann. letzten Versuch, also es wird sich wohl um Kingdom handeln. Und das Ding ist, wir werden erstmal alleine hingehen. Ja. Aber das letzte, also die sind halt mit Old Republic und mit Red Nation in der Ally. Und wenn die jetzt nicht zur Hilfe kommen, würden wir es alleine versuchen wollen. Wenn jetzt aber wir merken, dass wie das letzte Mal Red Nation dazu kommt, würden wir halt euch Bescheid sagen. Wäre cool, wenn ihr dann quasi schon bereit seid. Ja. Also Stargate und sowas würden wir dann Adresse durchgeben. Und ja, dass ihr dann quasi, wenn wir Bescheid sagen, relativ zeitnah quasi schon bereit seid. Könnt ihr Jo. Bescheid sagen, wenn ihr zu denen losmacht, gucken geht? Genau. Und dann machen wir fertig. Genau, das ist also bereitet euch jetzt am besten schon mal vor, dass ihr Ausrüstung und so ein Zeug da habt. Das haben wir alles gerade sogar hergestellt. Granatwerfer, also Raketenwerfer mit Raketen, Sniper, Sniper-Munition und alles. Jo, Da sind wir das ist gerade cool. sogar echt gut vorbereitet und der Tresor ist gut gefüllt. Gut, wie gesagt, ja, einer sollte in der Base bleiben. Also das letzte Mal sind wir halt, ich glaube beim letzten Raid bin ich viermal gestorben oder so. Und also das ist schon eine ganz schöne Todesfalle bei denen. Ja. Okay, krass. So, also die Videos wären auch, glaube ich, ja, ziemlich nice. Ich habe da schon so ein paar Aufnahmen gesehen, das ist cool. Okay, ich freue mich schon drauf. Kommen sowieso jetzt noch ein paar richtig geile Sachen. Ja, wie gesagt, also macht euch mal ein bisschen fertig. Und das war quasi Bescheid, einfach nur Bescheid sagen können, die dann quasi auf dem Dino schon sitzt, wenn wir dann. Jo. Alles klar. Jo. Cool. Alles klar, dann bis später. Jo, bis Achso, später. müssen wir uns dann gleich mal noch einigen wegen einer Frequenz. Frequenz, aber ich habe jetzt noch kein Radio. Das muss ich mir dann machen, Ja. dann komme ich nochmal runter gleich. Alles klar. Okay. Jo. Und damit heiße ich euch alle recht herzlich willkommen. Mein Name ist Ryan und wir spielen heute Ark Fragezeichen. Und dabei sind heute nur bis jetzt die Kireili, aber sie unterstützt uns. Genau, hallo. Voller Tatendrang, ja. Absolut. Und wie wir ja gerade mitbekommen haben, es geht heute wahrscheinlich Raiden. Destiny, oder? Wen Raiden da? Red Nation? Kingdom. Kingdom, Kingdom. Oh ja, so viele. Kingdom, genau. Und es soll wohl gar nicht so einfach sein, bei denen da irgendwie reinzukommen. Die haben wohl eine gute Verteidigung, also. Wir wurden schon gewarnt, dass es eine Todesfalle sein könnte. Bin ja gespannt. Oh, hier ist noch was kaputt. Müssen wir auch mal reparieren. So, Leute, ich versuche mal den Opium hier zu finden, denn der ist wieder am Stissel, am Start und möchte uns am Treib unterstützen. Das ist natürlich super krass heute, denn wir sind ja wirklich wenig und passt natürlich gelegen, wenn hier noch ein zusätzlicher Spieler bei uns zukommt in unserem Tribe. Und wir kennen Opium schon aus Staffel 1 und 2. Ich weiß gar nicht, ob er in 2 dabei war. Aber ich glaube schon, doch, 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 bestimmt, bestimmt. Ich habe 2 einfach verdrängt. Wir vergessen 2. Wo ist er? Wo ist er? Ich sehe ihn gar nicht. Opium, 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 Opium. Ah, da ist er. Sehr gut. Ja, herrlich. Versteckt sich voll. Opium? Hallo? Opium? Hey. Ah, wie gut du dich verstecken kannst. Echt nicht schlecht. Warte, ich nehme dich mal auf. Sehr gut. Sehr gut. Opium haben wir aufgenommen. Da, dann komm mal mit. Komm mal mit, Opium. Ich gehe extra langsam. Hier lang. Oh. Oh, wer ist das?
Oh nein, es ist ein Crusader. Es ist ein Crusader mit einer Waffe. Opium, lauf! Und einem Tiger. Opium, lauf! Ah, komm her, mach dich ab. Wo ist dein Problem? Komm her. Hast du ein Problem? Hast du ein Problem? Na dann, komm her. Hast du ein Problem? Opium, lauf! Opium, lauf! 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 Lauf zur Base! Hier lang, Opium! Hier lang, Opium! Hier muss... Ja, genau. Ha! Haha, wir lenken ihn ab, sehr gut. Hoffentlich weiß Opium, wo die Base ist. Ach, jetzt echt, Mann! Die ollen Crusaders. Als ob er auf mich gewartet hätte. Mann. Der geht mir ganz schön auf die Nerven. Genau in die Richtung. Auf weiter. Sehr gut. Er musste sogar eskortieren, ne? Die haben mich echt nicht gern. Die mögen uns nicht. Warum? Warum? Aber der kleine Crusaders hier, der meinte, du könntest hier mir einen Headshot verteilen und warte, dass du hier auf mich schießt, ja? Ja? Denkst du, ich bin 12? Niemals! Du kriegst mich nicht! Du kriegst mich nicht! Ah, da unten, oh, hast du Verstärkung geholt. Jetzt bin ich am Zug. Nein, ich kann eh nichts machen. Spaß, Leute. Aber sie sind eine kleine Trollbande. Ich schaff's noch nicht mal, wen einzuladen, ohne dass sie mich belagern. Was tut ihr mit mir? Was tut ihr? So, aber jetzt egal. Jetzt kommen wir mal wieder hoch und beruhigen uns. Wie gesagt, ein Tribe-Mitglied mehr. Eine kurze Trollaktion von Crusaders mehr. Aber ich würde es vielleicht auch tun. Naja, so. Aber die Crusader sind auf jeden Fall bei uns, ne? Vor der Base, damit alle hier Bescheid wissen aus dem Tribe. Der Opium hat kein TR. Gut, egal. Jetzt lassen wir das gute Chocobo nach Hause bringen, denn das haben wir wiedergefunden. Die Adventures haben es wiedergefunden am blauen Ark. Stand da auf einmal. Das andere war auch da, glaube ich. Ja, woher wussten die das schon wieder, die Schweinebacken? Dass wir da sind. Irgendwann finde ich euch. Irgendwann wird sich gerecht. Oh, danke schön. Ja, danke, danke, danke. Aber hat man echt Glück gerade mit dem. War schon knapper. Aber ist ja auch schon Chitin-Rüstung. Ist ja auch schon mal ein bisschen was. Ja, ich habe den Opium mal hergeholt. Die Crusader sind auf jeden Fall draußen und scouten die. Peter? Jo. Okay. Ich bin gerade. Okay. Okay. Hier ist bei uns auf jeden Fall. Bei uns vor der Tür. Ja, dann. Ein Crewmitglied mehr. Sag mir, er soll im Tribe-Chat schreiben. Okay. Warte. Opium, schreib mal im Tribe-Chat. Opium, schreib mal im Tribe-Chat. Sonst können alle mitlesen. Das wollen wir doch nicht. So. Dann. Würde ich sagen, bereiten wir uns mal vor. Ah, er hat uns die ganze Zeit verfolgt. Ja, Kleiner. Na dann. Aber haben es ja geschafft zu entkommen. Sehr gut. So, dann bereite ich mich mal weiter vor, würde ich sagen. Opium kann sich ja hier noch alles angucken. Ne? Wenn du durch ein Stargate gehst, immer dran denken, das Schild vorher auszumachen. Und mit einem Tier, ne? Genau. Und bedien dich, nimm dir irgendwas, was du brauchst. Brauchst halt so ein Stargate Remote Control, wenn du durch Stargate gehst. Wenn du irgendwas brauchst, ne? Wie gesagt, nimm's dir. Wenn du irgendwas brauchst, oben ist ein Tresor. Ja, dann wieder willkommen zurück bei uns. Ich freue mich auf jeden Fall, dass Opium wieder am Stissel ist. Finde ich gut. Ne? So. Dann, den Tresor haben wir auch beim letzten Mal auf jeden Fall gebaut. Aber das war jetzt nicht so spannend. Das habe ich mal off-take gemacht. Es tut mir leid, aber es war wirklich nicht spannend. Einfach nur ein paar Teile craften, ist nichts passiert. Pinguine züchten, wieder abfarmen.
Metall holen, Metall brennen, das war jetzt nicht so spannend. Aber ja, das hier oben haben wir alles ausgebaut, Turrets wieder drauf, jo. Hier eine breitere Treppe, finde ich gut. Können wir jetzt alles hochbringen, ist alles da oben gut gesichert. Jo. Ne? Sehr schön ist die Forge geworden. Ich finde die ist Premium. Premium. Ja und? So, und dann lass ich mal alles da, was meine brauchen. Okay, ne? Sag mir mal, was ich alles mitnehmen muss, ja? Ich bin nur... Ach, da eigentlich, ich bleib hier. Ja, du brauchst ein Tier, du brauchst ein bis zwei Sniper mit Muni und was brauchst du noch? Ein Raketenwerfer. Ja. Weil ich überlege gerade echt, ob ich lieber hier bleibe, weil ich mein Opium, der weiß doch gar nicht, wenn ihr dann kommt, dass er euch wieder einlädt, das muss doch schnell gehen. Ja gut, das stimmt. Bleib ich lieber hier und mach die Stellung. Ja, ich hätte auch lieber einen, der online ist hier. Ja, richtig. Ich bleib hier. Das ist schon cool. Wir brauchen ein paar Fallschirme am besten. Kann mir einer mal hier Metall nehmen, im Ankühlort nehmen? Wen soll ich hochziehen? Den Pudel und mich. Ja, oder zieh mich am besten auch gleich mit, weil dann ich bin dann leise. Ich okay. Hallo. Hey. Hey. Hallo. Grüße. Servus. Hey. Hallo. Okay, das wird jetzt sehr, sehr interessant. Die haben uns nämlich jetzt schon entdeckt. Okay. Schießt du runter, Lutz, oder die hoch? Ich schieße hoch. Also ich schieße runter jetzt gerade. So, die Frage ist, wo ich muss jetzt hier das Lager das mal bauen. Scheiße. Beam, was baust du? Raketen, C4? Wer? Okay, die Foundation habe ich am Mega-Kacke gebaut. C4 wollte er haben. Könnt ihr mal ganz kurz da weggehen, bitte, Leute? Ihr Sniper. Ryan und die anderen, nehmt mal das Stargate zu uns in die Base. Mhm. Wo, dass ihr dann gleich mit uns zusammen rüber machen könnt. Irgendjemand muss Sealing mitbringen. Metall-Sealings. Also Sidia oder so. Metall-Sealings, ja. Ja. Ich baue mal, wie viel denn ungefähr? Mach mal so 10 Stück oder so. Also die T-Rexe stehen schon ready. Jo, das kann dann André oder so machen mit Follow. Vielleicht kriegen wir es sogar hin, dass die direkt reinlaufen. Es muss jetzt sofort auch jemand runterkommen, das Target unten beschützen. Einer muss dann unten bleiben. Geht erstmal nicht anders. Oh. Okay, da sind sie. Kann ich machen, ansonsten. Team, pass auf. Ja, kein Stress. Ich hab nicht mal Handschuhe, also mir müsste auch jemand noch ein Rüstungsset bitte mitbringen. Kann gut sein, dass hier gleich die Raketen angeflogen kommen. Die fliegen nicht so weit. Aber hier oben Turrets haben wir ganz geil eigentlich. Was getroffen? Oh ja. Noch was blieben? Ja, allgemein Ausrüstung. Ich brauche Rüstungssets. Ich brauche C4 vor allem. Hab ich. Poison-Granaten brauche ich. Okay. Die neue Schro, die brauche ich auch noch. Die habe ich noch nicht einstecken. Ne, habe ich noch nicht. Wie heißt das Stargate-Beam? Schro, die Muni ein bisschen. Panic Room. Genau. Ryan und so, ihr könnt schon mal das, das Stargate Panic Room nehmen. Ja, nehmen wir. Jo. Da ist kein Shield drin, ne, Beam? Nein, da ist kein Schild. Haut da nie Schilder rein. Da links ist einer. Pude, wo bist du? Brauchen unbedingt eine bessere Sniper, ey. Okay. Ich hab leider nichts gefunden. Pude, wo bist du? Kurz vorm Stargate. Bei Beam. Ne, bei uns noch. Denk an das Schild. Komm mal zu Beam. Ein Schild könnte ich auch noch gebrauchen. Denk an das Schild, das bei uns drin ist, ne? Hm? Oh.
Okay, du hast schon alle auf Akku gestellt, ne? Mach ich jetzt gleich. Ich positioniere die gerade erst noch. Okay. Ja, ich hätte das Stargate weiter mittig bauen können. Einer bitte auch noch mindestens 2 Stargates mitbringen oder so. Und 2 ZPMs. Damit wir neue bauen können, nur für den Fall. Sidi, hast du Z-Links dabei? Ja, habe ich 10. Okay, dann gib mal bitte. Wo bist du? Kann ich unter das Stargate durchgehen? Oder ist das gerade aktiv? Also, was unten? Achso, du bist hier. Weil dann porte ich mal kurz bei uns in die Base und nehme dann Ryan und so die Leute mit. Warte, ich gebe dir noch was. Nimm das hier auch noch. Aber die Stargates in der Base sind beide aus. Jo. So, sieh dir, dann komm mal mit, ich zeig dir das mal, wie es hier hochgeht. Okay. Aber das Schild ist an, ne? Ja, hier kommst du auf die mittlere Ebene. Okay. Am besten erst kurz stehen bleiben und checken, wo du langlaufen musst. Es geht überall steil runter. Okay, Gate unten wird angewählt. Ja, ich hab's angewählt. So, das rechte bringt dich wieder runter, das linke bringt dich ganz nach oben. Okay. Ich hatte eigentlich erst den Plan, hier in der Mitte dann noch was rumzubauen, aber da haben wir jetzt gerade keine Zeit dafür. Ja. Das zweite Gate wird angewählt. Das müsste in Ryan's Seite sein. Genau, wir gehen jetzt hier zu euch. Wo hier fliegen Raketen? Ja. Auf uns. Ganz oben fliegen Raketen. Jo. Treffen die euch? Ja. Auf was schießen die? Auf die Metal Foundation hier auf vorne? Auf die Metal Foundation, okay. Jawohl. Ja, das ist nicht so schlimm. Guck mal, ob er vielleicht oben noch ein Turret gebaut hat. Einer muss bitte unbedingt noch einen Teleporter mitbringen, dass wir die sofort nachbauen können. Ja, nicht da durchgehen, Ryan. Oh, ja. Wer macht das mit dem Teleporter? Ich guck mal, dass ich noch einen mitbringe, ja. Welche Richtung sind die Beam? Da wo du hinguckst quasi. Da wo die Schüsse herkommen. Dann baue ich das Stargate, versuche ich auch auf die Rückseite hier irgendwie. Da müssen wir mal gucken, wie wir es machen. Ich weiß es noch nicht. Aber da wo der Porter ist, theoretisch könnte ich hier nicht hinschießen. Das ist zu weit oben. Das erreichen die nicht. Aber ich hätte trotzdem gerne einen Porter dabei, nur für den Fall. Dass wir alles ersetzen können. Ja, die Foundation ist scheiße, dass sie die kaputt bekommen. Da müsste die nochmal jemanden bringen. Also bevor ich da reinmache, hätte ich gerne die gute Shotgun. Ich kann dir aber nochmal Munition bringen. Jetzt was weg. Sonst noch was? Warte mal kurz, Fallschirme. Autsch. Ja, nehme ich alles mit. Okay, ich wähle Panic Room an. So viele Raketen, warte mal. Wie du willst, nimm dir das raus, was du brauchst. Ich hab einfach reingehauen. Ja, ich habe jetzt 38, das reicht. Warte mal, Rocket Launcher, wie viel habe ich davon? Eine Weil, Foundation okay. ist kaputt. Jojo, kein Problem. Okay, Boah. Die restlichen Leute bring können Ryan's Seite durch. Warte, bist du nach oben? Ja, ich mach mir gerade eine Shotgun für Beam noch fertig. Ich bin durch. Ja, ich bringe auch gut, danke. Was ist denn mit Poison Grenades? Davon habe ich noch gar keine. Dinos könnt ihr hier unten haben. Ja, Poison Granaten, die kostet auch noch ein paar. Ich habe nur 4 Stück. 4 Stück nur? Ich hab da welche reingelegt. Ah ne, hier sind nochmal 10. Alles klar, alles gut. Und dann alle zu mir kommen. Gleichzeitig hier durchgehen. Kann noch jemand, der zu Hause ist, noch hermacht, noch NC Metal Foundation machen? Habe ich dabei. Okay. Kannst du mir bitte geben? Warte noch, ich komme sofort. Warte, wie bist du? Ich bin vorm Stargate. Ja, warte. Talur, guck mal hinter dir. Ach, nee, scheiße, das sind normale Metal Foundations, die ich dabei hab. Das ist schlecht. Haben wir auf jeden Fall eine Turret-Blume gebaut. Das ist echt schön. Kann mal einer das mitholen, dann. T-Rexe hier. Gebt das mal auf, hinter. Bin gespannt, was jetzt hier passiert. Wo es jetzt hier hingeht. So, Ryan, lass mal testen, ob die Teleporter jetzt gehen hier. Jo. Teleporter? Hier. André, die folgen einige Dinos. Fehlt dann alle drauf hier? Komm durch. Was folgt mir? Ein paar Dinos. Nicht panisch werden, Dinos. Lass mal nicht bewegen. Heavy Hippo und Das leckt doch mal ein bisschen. Dann auf ich bin voll, ich kann mich nicht bewegen. Bei mir ist gar nichts passiert. Weg. Jetzt. Ich geh schon hoch. Im Safe sind keine Poison Grenades. So, hier war ein Pudel hier, wo ich stehe. Hier. Hier hin. So. Okay, also ganz kurz. Die 5 führt wieder nach unten, die 6 führt ganz hoch. Wenn ihr ganz oben seid, müsst ihr extrem aufpassen. Erst stehen bleiben, bis sich alles aufgebaut hat und erst bewegen, wenn ihr wisst, wo es lang geht. Ne? Ja. Es kann gut sein, dass ich das hier noch weiter ausbaue, weil wenn wir ringsrum kommen, dann hier ist noch so eine Ebene, die ist hinter der Wand. Das muss ich dann später probieren, wenn ich ein C-Foundation habe. So, jetzt, wenn wir hoch machen, aufpassen, da ist nicht viel Platz. Ne? Ja. Also auf die 6, um nach oben zu kommen. Alles klar. So, Lutz, ich komme runter. Okay.
So, jetzt nach vorne bewegen. Geil. Wird schon gesnipert. So, rechts hier, oder hier links? Hier ist ja eh entdeckt, ne? Da kann ich das links. Jetzt immer ein bisschen sicherer bauen. Lutz hier, das kannst du auch nochmal nehmen. Noch mehr Ceiling bitte.